Anneliese? Onkel Hoffmann. Habe ich mich also nicht geirrt? Ich dachte, das ist doch Anneliese. Wo kommst du denn her? Von Altkirchen. Wir hatten eine Feier da. Da komme ich ja auch her. Ich hatte eine Reparatur da. Sag mal, bist du ein bisschen... Hast du was getrunken? Cola. Na, Cola? Aber sie haben mir Rum reingeschüttet. Ich wusste gar nicht, wie gut das schmeckt. Und jetzt fährst du betrunken nach Hause? Beschwipps, Onkel Hoffmann, aber ich fühle mich sauwohl. Auch wenn ich mal ab und zu in der Wiese lande. In der Wiese? Ja, die Straße hat gar nicht so viele Kurven, wie ich sehe. Und sowas fährt mit dem Rad. Du bist eine Gefahr, Mädchen. Jetzt tun wir das Rad hier rein. Und ich fahre dich nach Hause. Du bist lieb, Onkel Hoffmann. Das weiß ich. Und ich möchte alle umarmen. Ja, ist gut. Du hilf mir mal. Sag mal, wie siehst du denn überhaupt aus? Bist du gestürzt? Aber ich sage doch, Onkel Hoffmann. Dreckig von oben bis unten. Bin ich? Bist du. Dann kann ich dich ja gar nicht zu Hause abliefern. Dann gehen wir zuerst zu euch, da wasche ich mich. Hm? Naja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Warte mal, ich hole ein Handtuch. Ich habe ein Handtuch davor. Brauchst du nicht, Onkel Hoffmann. Hier ist doch irgendwo Wasser. In der Wiese, der Weiher. Ja, wasche ich mich jeden Tag. Hm. Ah, ist das kalt. Es ist ja ganz kalt, das Wasser. Wo bist du denn, Onkel Hoffmann? Ich komme schon. Na, fühlst du dich besser? Ich fühle mich doch nicht schlecht, Onkel Hoffmann. Bei dir dreht sich doch sicher alles. Das schon. Dann komm jetzt her, sonst fährst du noch rein. Muss ja ein schönes Fest gewesen sein. Ja, war es auch. Cola mit Rum. Aber mehr Rum mit ein bisschen Cola. Ja. Setz dich hin, setz dich auf die Hose. Warum hast du die überhaupt ausgezogen? So, trockne dir jetzt die Füße ab. Danke, Onkel Hoffmann. Du bist lieb, Onkel Hoffmann. Sag's nicht so oft. Weil du es bist? Ja, ist ja gut, ich hab's ja gehört. Umarme mich nicht. Ich tu's aber. Ich tu's, weil's mir Spaß macht. Oh Gott, ist mir schwindelig plötzlich. Halt mich fest, Onkel Hoffmann. Tu ich ja! Das macht mir nichts aus. So fest noch, oder? Du willst es ja. Onkel Hoffmann. Warum kommst du denn nicht? Soll ich dich holen? Wo willst du denn hin? Komm doch her! Anneliese! Anneliese, komm, steig ein. Du kannst doch nicht zu Fuß nach Hause gehen. Kann ich nicht? Die Dreckskerl, sie Schwein. Sie glauben doch nicht, dass ich mit Ihnen in einem Wagen fahre. Geben Sie mir mein Fahrrad raus. Steig ein, Anneliese, komm, steig ein. Sie sollen mir mein Fahrrad rausgeben. Anneliese, so wie du dich benommen hast, musst du ja glauben, du willst das. Du hast es ja darauf angelegt. Habe ich dir die Hose ausgezogen? So weit kommt's noch. Anneliese, lass doch den Quatsch, komm, steig ein. Verschwinden Sie, Sie Dreckskerl, Sie! Ich entschuldige mich, wenn du das willst. Ich entschuldige mich. Was soll ich noch tun? Entschuldigen müssen Sie sich bei meinem Vater. Dem werde ich erzählen, was Sie mit mir gemacht haben. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Wer ist hier verrückt? Das kannst du doch deinem Vater nicht erzählen. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich werde es jedem sagen, jedem, der es hören will, dass der Hoffmann, der seit 20 Jahren neben uns wohnt, dass das ein Dreckskerl ist, ein Schwein. Und Anneliese! Ich hoffe, dass Sie eingesperrt werden, dass Sie ins Gefängnis kommen, dass Sie ruiniert werden. Anneliese, hör doch zu. Wir können doch in aller Ruhe darüber reden. Ich habe ja gesagt, ich entschuldige mich. Es tut mir jetzt leid. Wahnsinnig leid. Ich brauche Ihr Auto nicht. Jetzt wird schon jemand anhalten. Du kannst doch keinen Wagen anhalten. Das werden Sie schon sehen.
Hilfe! Hilfe! Monsieur? Madame? Hallo? Hallo? Stecken geblieben. Ja, ich bin stecken geblieben. Ja, hier bleibt man leicht stecken. Ja, ich habe mich verirrt. Ich bin irgendwie von der Straße abgekommen. Was ist denn das hier? Die Müllkippe. Ist das Ihr Wagen? Ja. Warum stehen Sie denn da mitten im Weg? Ihretwegen bin ich im Dreck stecken geblieben. Das tut mir leid. Da müssen wir was unterlegen. Bretter oder sowas. Liegt ja hier genug herum. Ja, ist gut. Die kommen hier schon raus. Sie haben wohl Angst, was, dass sie hier nicht rauskommen. Aber wenn man da was unterlegt... Wo kommen Sie denn her? Ich wohne hier in der Nähe. Da weiter hinten. Ich fahre hier durch, weil es eine Abkürzung ist. Das reicht schon. Ich lebe da ganz allein. Hockel ist mein Name. Vielen Dank, dass Sie mir behilflich waren. Ach, nicht der Rede wert. Na, versuchen Sie mal.
Los! Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen. Ach nein. Doch, doch, ich hab nicht viel bei mir. Nehmen Sie das. Oh, das sind doch 50 Mark. Behalten Sie es nur. Das ist mir die Sache wert. Wie wäre ich denn sonst hier weggekommen? Ja, vielen Dank. Nein, nein, ich danke Ihnen. Guten Abend, Vater. Warum kommst du so spät? Ich hatte noch zu tun. Außerdem hatte ich eine Reifenpanne. Kannst du? Ja, sowas kommt vor. Dann nachts und kein Licht. Hast du es ihm schon gesagt? Nein, noch nicht. Er hat eine Reifenpanne. Ach so. Namen Vater. Nein, Elisabeth. Anneliese ist noch nicht nach Hause gekommen. Anneliese? Ja, sie war in Altkirchen, aber da ist sie schon seit fast 4 Stunden weg. Wie ein Fahrrad, sie müsste längst hier sein. Ja, die wird schon noch kommen. Was hat sie denn in Altkirchen gemacht? Die haben was gefeiert, sagt Herr Röhrig. Gefeiert? Dann setzt sich da betrunken aufs Rad und fährt los, was? Nachts? Das ist doch verrückt. Das kann das Mädchen doch nicht tun. Wir wissen noch gar nicht, ob sie betrunken war. Ja, es kann schon sein, die trinken immer Cola mit rum. Was sag ich? Du meinst, die liegt irgendwo auf der Straße? Das weiß ich. Ach, mein Gott, Richard. Na, Gott sei Dank, dass du da bist. Ja, ich bin ein bisschen spät, ich weiß. Er hat einen Platten. Ja, und das ist alles ohne Licht. Wo war das denn? Spielt das eine Rolle? Die Kinder haben dir sicher schon erzählt, dass Anneliese noch nicht nach Hause gekommen ist. Ja, ja, ich weiß. Herr Röhrig war andauernd hier. War so nervös und ist direkt mit angesteckt. Du warst auch noch nicht da, hättest längst hier sein sollen. Da kriegen wir. Erich. Wir haben uns plötzlich alles Mögliche vorgestellt. Was denn vorgestellt? Na, was alles hätte passieren können. Hast du schon gegessen? Naja. Durst, Brand, unmenschlich. Wir haben alle Angst um dich gehabt. Aber dazu bestand doch nicht der geringste Grund. Entschuldigung. Hier ist dein Bier. Danke, Erich, danke, bisschen. Das ist bestimmt Onkel Röhrig. Ja, der wollte nur mal reinschauen. Bis jetzt? Um diese Zeit? Du bist doch auch von Altkirchen rübergekommen. Du hattest doch eine Reparatur da. Oder nicht? Ja, aber... Ach, entschuldige, Richard, dass ich so spät noch störe. Und du hast ja sicher schon gehört. Ja, ich hab's gehört. Das ist ganz unverständlich. Jetzt ist es fast 12. Um 8 ist sie von Altkirchen weg. Ich habe da angerufen. Kurz nach 8 ist sie losgefahren. Jetzt ist 12. Inge sagt, dass du auch von Altkirchen rübergekommen bist. Ja. Und du hast nicht irgendwas gesehen. Verkehrsunfall. Oder hast du Polizei gesehen? Einen Rettungswagen vielleicht? Nein, ich habe nichts gesehen. Gar nichts? Irgendwie warst du eine Hoffnung für mich. Weil du denselben Weg gefahren bist. Ich dachte, du könntest irgendwas sagen. Überhaupt nichts, Werner. Es tut mir leid. Ich bin die Strecke abgefahren. Und nichts. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich habe entsetzliche Angst. Und euer Vater hat auch nichts gesehen? Nein, der hat eine Reifenpanne. Oh, Werner, 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 was ist? Nichts. Überhaupt nichts. Ja, bist du denn bis Altkirchen gefahren? Ja, natürlich. Sie hat Cola mit rumgetrunken. Sie sagen, dass sie ein bisschen beschwipst war. Ja, und haben das Kind fahren lassen? Das verstehe ich ja auch nicht. Wenn sie in Schwierigkeiten wäre, würde sie doch anrufen. Sie hat doch Geld bei sich. Ja, ja, natürlich. Was kann man denn noch machen jetzt? Ja, die Polizei verständigen. Jetzt muss ich die Polizei verständigen. Ja. Und nochmal rumfahren. Du willst doch mitfahren, Richard. Mitfahren? Aber du bist doch die Strecke schon abgefahren, sagtest du. Ich werde sie nochmal fahren. Natürlich machen wir mit. 2 Wagen sind besser als einer. Ich fahre bei dir mit, Onkel Hoffmann.
Ich weiß nicht, ob ich bin hier gerade mittendrin. Du musst nicht fahren, Vater. Ich fahre. Ja, das ist vielleicht besser. Ich fahre. Gerda fährt bei mir mit. Fährst du auch mit? Ja, natürlich. Wenn ich darf. Natürlich darfst du. Das ist doch ein Notfall. Und frage auch in Kreuzpullach nach. Ja, ja, natürlich. Erich, bist du fertig? Moment doch, Onkel Röhrig. Ich nehme nur noch Benzin mit. Und in Oberbiberg auch. Ja, ja, ich frage in allen Orten, bis nach Altkirch. Ja. Werner sagt, sie sei noch nie unpünktlich nach Hause gekommen. Was war denn das für eine Feier? Und welche Freunde? Junge Leute? Schöne Freunde. Schütten die Mädchen rum in die Kohle und lassen es dann völlig betrunken losfahren. Ach, wieso denn betrunken? Völlig betrunken. Wie kannst du denn so etwas sagen? Sie wird ein bisschen beschwipst gewesen sein. Es geht doch weg an der frischen Luft. Oder auch nicht. Kann doch alles Mögliche anstellen. Ach, was sollte sie denn anstellen, Anneliese? Doch nicht. Geh jetzt schlafen. Entschuldige, wenn ich nicht warte, bis Sie zurückkommen und überhaupt losgefahren sind. Kannst du den Vater denn nicht verstehen? Naja, geh schlafen. Ich glaube, es ist wirklich das Beste, wenn du schlafen gehst. Als Abfall. Es ist fein. Fein ist es. Sind die Eltern verständig? Doch nicht hier. Das sind Augenblicke, wo ich unseren Beruf am liebsten... Ja, ja, man hat so seine Schwierigkeiten. Röhrig ist mein Name. Kriminaloberinspektor Derg, Inspektor Klein. Ist meine Tochter Gerda. Guten Tag. Ist die Tote in... Ja. Wir haben eine Beschreibung abgegeben. Sie trug Blue Jeans und eine gestreifte Bluse. Ja. Meine Tochter anlegt. Komm, Patti, komm. Können wir jetzt fahren? Wart noch. Entschuldigen Sie. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, ich verstehe Sie. Kann er. Der Wagen, kann er wegritzen? Ja. Das kann ich noch tun. Hm. Dir. Ist sie missbraucht worden? Ja, ich fürchte ja. Der Mörder hat sie hierher geschleppt? Ja.
sie gelegen? 20 Meter von hier. Haben Sie ein Fahrrad gefunden? Nein. Aber sie hat eins gehabt? Wir werden danach suchen. Sie zu mir? Ja? Ich habe Ihnen ja gesagt, ich wohne nicht weit. Wie haben Sie mich gefunden? Das spielt keine Rolle. Na, ich kann Sie nicht reinbitten, das will ich Ihnen nicht zumuten. Sie leben da ganz allein? Ja. Was machen Sie denn? Wovon leben Sie? Ich bin Altwarenhändler. Ich verkaufe, was sich verkaufen lässt, und das Übrige bringe ich zur Müllkippe. Dabei habe ich die Hütte hier gesehen und habe sie an den Bauern abgekauft. Da war heute Polizei, haben Sie gesehen? Ja. Sie waren dabei? Ja. Ein Müllfahrer hat eine Tote gefunden heute Morgen und hat das gemeldet. Hat die Polizei mit Ihnen geredet? Mit mir? Sie haben nicht mit der Polizei gesprochen? Nein. Aber Sie waren doch da. Ich habe Sie doch gesehen. Ja, ich war da. Mit mir hat niemand gesprochen. Ach so? Ein ganz junges Mädchen war es. Ah ja? Die hat jemand abgemurkst. Was wurde denn gesprochen? Ich meine, wenn Sie doch dabei waren, dann haben Sie doch sicher gehört, was gesprochen wurde. Ich habe nichts gehört. Haben Sie nicht? Nein. Sie wurde dann weggebracht. Trinken Sie? Rauchen Sie? Ja, Zigarren, aber höchst selten, hin und wieder. Zigarren, die bringe ich Ihnen mit. Im Moment habe ich nur Zigaretten. Zigaretten nicht. Ja, hast recht, Zigarren. Die hole ich, die besorge ich Ihnen. Und trinken? Ich vertrage nicht viel, höchstens mein Bier. Ein Bier, das kriegen Sie, das besorge ich Ihnen. Na gut. Was haben Sie denn da? Ach, Sie meinen das Fahrrad? Ja, das Fahrrad. Das habe ich gestern Abend auf der Müllkippe gefunden. Ja, das ist noch sehr gut. Fast neu. Was wollen Sie denn damit machen? Wollen Sie das behalten? Ich würde es Ihnen gerne abkaufen. Nein. Abkaufen. Ja, weil es doch ein Damenrad ist. Ich würde das gerne meiner Tochter schenken. Ich gebe Ihnen dafür. Aber was kosten denn Fahrräder? Ja, ich weiß nicht, was Fahrräder kosten. Ich gebe Ihnen 200 Mark. Ach Gott, 200 Mark will ich doch niemals für ein Fahrrad ausgeben. Dann gebe ich. Außerdem kann man gar nicht wissen, ob sich die Besitzerin nicht noch meldet. Ich gebe Ihnen noch 300 Mark. Nein, solche Geschäfte mache ich nicht. Ich behalte das Fahrrad. Ja, wie Sie wollen. Aber dann lassen Sie es doch nicht hier draußen stehen, dass es jeder sieht. Dann bringen Sie es doch wenigstens in den Schuppen, bitte. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
bringe Ihnen das Bier und die Zigarren. Ja, gut. Prima. Guten Tag, Vater. Was machst du denn hier? Hast du keine Vorlesung? Ich bin nicht hingegangen. Ich dachte, Röhrigs braucht uns vielleicht. Wieso? Wozu? Anneliese ist heute Morgen gefunden worden. Auf einer Müllkippe. Tot. Hm? Hast du mich verstanden? Jemand hat sie vergewaltigt und umgebracht. Und auf eine Müllkippe geworfen. Was schreist du mich an? Schrei dich doch nicht an. Wo ist Mama? Drüben, die Polizei ist gerade da. Warum kommst du jetzt schon nach Hause? Warum fragst du? Weil du sonst immer erst abends nach Hause kommst. Deswegen. Was will denn die Polizei drüben? Du bist gut. Ist ja ein Mord schließlich. Da kommen die auch zu uns rüber? Natürlich. Wieso natürlich? Was haben wir denn damit zu tun? Sie wissen, dass du gestern Abend dieselbe Strecke gefahren bist. Wieso und? Nichts und. Selbe Strecke gefahren. Hat er das erzählt? Erzählt? Es wurde erwähnt. Mama hat es erwähnt. Nebenbei. Nebenbei? Nebenbei? Soll sie es nicht tun? Darf ich dich mal was fragen, Vater? Du hast gesagt, du hast einen Button gehabt. Aber du hast keinen gehabt. Oder hast du den Reservereifen schon flicken lassen? Er ist nämlich in Ordnung. Was? Ja, den habe ich schon flicken lassen. Wo denn, Vater? Wie, wo denn? Wo? Das sind doch alle Werkstätten zugewiesen. Es war doch Nacht. Da repariert dir doch keiner mehr einen kaputten Reifen. Lass mich doch mit den dummen Reifen zufrieden. Du hast das also nur gesagt, weil du erklären wolltest, warum du so spät nach Hause kommst. Bist du so spät nach Hause gekommen? Ich beantworte dir diese Frage nicht. Willst du nicht drüber gehen zu Röhrix? Was will ich da tun? Kondolieren, Vater! Sie warten drauf. Das kann Ihnen, das wird Ihnen auch nicht helfen, wenn ich Ihnen die Hand drücke. Es ist so furchtbar. Vater ist gekommen. War es schon so früh? Und was sagt er? Ist er genauso entsetzt? Sag ihm, er soll rüberkommen. Onkel Röhrig wartet auf ihn. Ich glaube, das will er nicht. Was heißt, das will er nicht? Es ist nicht angenehm, also weiß Gott nicht angenehm, aber muss es doch tun. Komm, geh du schon rein. Ich hab mir gesagt, dass du schon zu Hause bist. Nee. Das Kind ist tot, Richard. Ja, ich hab's gehört. Beim Schuttplatz hat man sie gefunden. Erich hat's mir gesagt. Ist das nicht entsetzlich? Ja, das ist entsetzlich. Richard, du musst mit rüberkommen. Röhrig sind vollkommen verzweifelt. Sie brauchen uns doch jetzt. Sie sind doch angewiesen auf uns. Auf unsere Hilfe. Wie willst du ihnen denn helfen? Das kann man doch gar nicht. Lass mich hier, Inge.
Geh du rüber. Mach dir das. Geht dir das denn so nah? Ja, Herr Rührig, im Moment. Mehr können wir jetzt nicht tun. Vor allen Dingen können Sie mir meine Tochter nicht wiedergeben. Nein, sicher nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also mein Mann ist jetzt nach Hause gekommen, wenn Sie ihn sprechen wollen. Wollen wir? Weil er ist doch gestern Abend dieselbe Strecke gefahren. Ja, was wird er uns schon sagen können? Naja, gut, ich bin ja schon überredet. Kommen Sie. Richard, das sind die Herren von der Kriminalpolizei. Das ist mein Mann. Guten Tag, Herr Hoffmann. Guten Tag. Es ist nur eine Kleinigkeit. Sie sind doch gestern Abend auch von Altkirchen herübergekommen, nicht wahr? Mhm. Ja, zufälligerweise. Mein Mann hatte einen Kunden da. Ah ja. Was arbeiten Sie, Herr Hoffmann? Ich bin Fernsehtechniker. Weißt du, wann Anneliese gestern aus Altkirchen weggefahren ist? Um 8 Uhr. Ist genau festgestellt worden. Und du bist doch um 8:30 weg. Um 8:30? Naja, ich habe angerufen in Altkirchen, wann du weg bist gestern Abend. Du hast angerufen? Naja, weil die Zeitpunkte, die sind doch sehr wichtig. Ja. Du bist um 8:30 weg. Und dann kann man sich doch ausrechnen, wann du Anneliese eigentlich hättest treffen müssen. Verstehst du das nicht? Nein, das verstehe ich nicht. Na, wenn du sie nicht getroffen hast, dann muss ihr eben schon vorher was zugestoßen sein. Aber das ist doch, warum hätte ich sie denn treffen müssen? Sie kann doch einen ganz anderen Weg gefahren sein. Weißt du denn, wie ich gefahren bin? Das kannst du doch gar nicht wissen. Und ich erinnere mich nicht, dass ich dir gesagt habe, wie ich gefahren bin. Gestern Abend. Nein, nein. Warum rufst du meine Kunden an? Warum tust du das? Richard. Was müssen sich die Leute denken? Welche Begründung hast du angegeben? Na, überhaupt was müssen sich die Leute jetzt denken? Mein Gott, was sollen sie denn denken? Ich habe nicht die geringste Spur von einem Mädchen gesehen. Keine Radfahrerin überholt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, wäre Ihnen letztlich auch aufgefallen. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Komm. Ich bringe Sie noch. Danke, Snip. Warum ist denn der so zappelig? Bist du verheiratet? Nee. Also. Bavaria 1224, bitte kommen. Bavaria 1224, Derek. Da hat sich gar nicht jemand gemeldet, der die Radiodurchsage gehört hat. Ein Autofahrer gestern Abend gegen 9 einen Kombi überholt auf der Landstraße zwischen Altkirchen und Oberbiberg. Der Kombi hat gestanden und die hintere Tür, die Hecktür, die war offen. Und der Mann hat im Vorbeifahren ein Fahrrad in diesem Wagen gesehen. Können Sie was damit anfangen? Na, vielleicht. Jedenfalls besten Dank. Ende. Komm, fahr los. Entschuldigung. Ach, da ist noch eine Kleinigkeit. Ist das Ihr Wagen da draußen, der Kombi? Ja. Schließen Sie uns den mal auf. Warum? Warum? Wir haben Sie gestern auf der Fahrt von Altkirchen mal angehalten. Angehalten? Ja, natürlich. Ja. Du hast doch einen Reifen gewechselt. Nein, nein, ich hatte keine Panne. Ich habe auch nirgendwo angehalten. Aber Richard, du bist doch erst so gegen 12 nach Hause gekommen. Ich habe einen Umweg gemacht. Ich habe noch einen Kunden besucht. Warum fragen Sie, ob ich irgendwo angehalten habe? Ein Wagen ist gestern Abend gegen 9 auf der Landstraße von Altkirchen gesehen worden. Waren wie Ihre. Stand da. Hintere Tür war offen, Fahrrad war drin. Ja, dann kann das ja gar nicht gewesen sein, wenn man da doch kein Fahrrad hinten drin. Ach, ein Fahrrad? Was denn für ein Fahrrad? Was für ein Fahrrad? Das wissen wir nicht. Ja, aber mein Mann fährt doch nicht mit Fahrrädern in der Gegend rum. Ich meine, er transportiert ab und zu mal Fernsehgeräte. Ja, das ist ganz lächerlich. Eben. Ja, würden Sie uns trotzdem mal den Wagen aufschließen? Machen Sie es doch selber, hm? Na ja. Erich, was bedeutet denn das? Das weiß ich doch nicht. Welchen Weg sind Sie denn gefahren? Ja, nicht den direkten Weg. Ich konnte das Mädchen gar nicht treffen. Ich weiß ja nicht, welchen Weg Sie gefahren ist. Wahrscheinlich über Kreuzpuller. Ich bin anders gefahren, weil ich hatte... Sie noch einen Kunden besucht haben. Ja. Wie heißt er? Wo wohnt er? Dr. Rohmel von Franzhausen. Den haben Sie noch aufgesucht, ja? Ja. Kommen Sie mal hinten auf. Das heißt, nein, es war mir dann doch zu spät. Ich dachte, ich kann die Leute nicht mehr stören.
Aber erstmal sind Sie nach Wolfratshausen gefahren, ne? Ja. Und dann ist Ihnen plötzlich eingefallen, dass es vielleicht doch zu spät sein könnte. Ja. Da war also kein Fahrrad im Wagen gestern Abend. Nein. Sie werden verstehen, dass ich Sie danach fragen muss, obwohl... Wie lange sind Sie schon Nachbarn, die Röhrichs und Sie? 15 Jahre. Da war die Anneliese, war sie 3 oder 4? Ja, so ungefähr. Die Röhrichs Kinder und meine, das war ja fast wie eine Familie. Die Anneliese sagte, die hat zu mir gesagt, Onkel Hoffmann. Ja. Ja, zeigen Sie mir mal auf der Karte, wie Sie genau gefahren sind. Wo ist denn Richard? Ich habe gehört, Richard ist da. Ja, ja. Er ist draußen. Kommt aber gleich. Altkirchen, Endelhausen, Egling, Wolfratshausen. Ja, und dann? Wieso sind die denn immer noch da? Naja, jemand hat gestern Abend so gegen 9 Uhr einen Kombi gesehen, auf dieser Strecke. Er stand, hatte die hintere Tür offen und es soll ein Fahrrad drin gewesen sein. Ein Fahrrad? Mhm. Annelieses Fahrrad? Wer hat den Wagen gesehen? Irgendein Autofahrer. Es ist doch im Radio durchgekommen, dass Anneliese... Naja, und dass eben ihr Fahrrad verschwunden ist. Und weil Fatih einen Kombi hat... Das ist doch verrückt. Es tut mir leid, Werner. Tja. Es ist eine so schreckliche Erfahrung, wie ich sie keinem Menschen wünsche. Ja, danke, Dr. Rom. Was? Ja. Ja, vielen Dank, Wiederhören. Dr. Rom in Wolfratshausen. Hoffmann hat seinen Fernseher repariert. Hm? Ja, Moment. Vor 3 Tagen. Und das Ding ist nicht etwa wieder kaputt gegangen. Hat also Hoffmann weder bestellt noch erwartet? Exakt so ist es. Er lügt also. Hoffmann hat Altkirchen um 9:30 verlassen und war auf dem Wege nach Hause. Auf dem ganz normalen Wege. Wie Anneliese Röhrig. Er lügt, lügt und lügt. Warum? Weil er das Mädchen unterwegs getroffen hat. Also, es ist dunkel, Hoffmann fährt, da überholt er eine Radfahrerin. Er kennt sie und hält. Er will sie mit nach Hause nehmen, nicht? So ganz logisch. Auch ganz einfach. Er macht den Wagen auf. Na ja, das Fahrrad kommt hinten rein und ab geht's. Ja und? Weiter? Na ja, Moment, warte doch mal. Hoffmann kommt gegen... Er kommt erst gegen 12 nach Hause. Die Verspätung, die... Könnte den Mord enthalten. Aber... Ja, und die Suche nach einem Platz für die Leiche. Hm? Ja, Gott noch. Der Nachbar. Harry. Nee, Harry. Ich geh jetzt schlafen. Nacht, mein Kind. Warum krieg ich keinen guten Nachtkuss? Warum umarmst du mich nicht? Du umarmst mich doch jeden Abend, warum heute nicht? Entschuldige, Papa. Entschuldige. Kann mir jemand erklären, warum sie weint? Warum weint sie? Es ist viel passiert heute. Es sind die Nerven. Nerven, Nerven. Meine sind auch nicht besonders. So. Was ist denn mit deinen? Du bist nicht nach Wolfratshausen gefahren. Bin ich nicht? Ich wüsste nicht, warum. Wir haben keinen Kunden da. Wir haben zum Beispiel Dr. Rom. Ja. Aber da warst du vor 3 Tagen. Du vergisst, dass ich deine Buchführung mache. Hast du der Polizei gesagt, dass du zu Dr. Rom gefahren bist? Dann ist mich doch zufrieden. Wenn du es ihnen gesagt hast, dann kannst du sicher sein, dass sie da angerufen haben. Ihr glaubt doch nicht.
Inge. Erich. Erich. Ich gehe schlafen. Inge. Wie steht den Schweiß ab? Ja, ich... Entschuldige. Ich bin am ganzen Leib klatschnass. Ich hol mir ein Handtuch. Entschuldige, habe ich dich geweckt? Ich habe noch nicht geschlafen. Noch nicht geschlafen? Ich kann nicht schlafen. Warum? Kannst du nicht schlafen? Ist das so wichtig für dich? Ja, es ist wichtig für mich. Dann sag mir lieber, warum dir der Schweiß ausbricht. Vielleicht ist es in dem Zimmer zu heiß. Ist die Heizung an? Die Heizung ist aus. Ist das Fenster zu? Das Fenster ist offen, wie immer. Dann bin ich krank. Wahrscheinlich bin ich krank. Du bist nicht krank. Du bist aufgeregt. Wieso aufgeregt? Wir leben seit 20 Jahren zusammen und ich habe immer gewusst, wann du aufgeregt bist. So? Wie denn? Wann denn? Ich habe beispielsweise auch immer gewusst, wann du mich betrogen hast. Betrogen? Wie kommst du denn darauf? Weil du dann immer aufgeregt warst. Wegen deiner Aufregung, Richard, da warst du immer hilflos. Die konntest du nie unterdrücken. Wie kommst du denn darauf? Warum sollen wir zum Beispiel in diesem Zusammenhang nicht darüber sprechen, dass du dein Leben lang Probleme hattest mit Frauen? Was redest du denn da? Ich rede über etwas, was ich seit Jahren weiß. Und dass du auf Frauen reagierst wie... Ich weiß nicht wie, aber nicht normal jedenfalls. Nicht normal? Bist du? Ich werde nie vergessen, wie Anneliese, wie sie erwachsen wurde und wie sie langsam Figur bekam. Und wie du der Erste warst, der das bemerkt hat. Die kriegt einen Busen. Siehst du, was die für einen Busen bekommt? Ach Gott, kriegt die mal eine Figur. Warum sagst du jetzt nichts, Richard? Warum bricht dir wieder der Schweiß aus? Was machst du? Ich schlafe auf der Couch. Inge. Ich kann nicht neben dir schlafen, Richard. Bleibst hier. Ich lass dich nicht aus dem Zimmer. Geh ins Bett. Ist doch noch gar nichts bewiesen. Morgen. Also, ich geh dann los. Erich? Morgen. Wieso? Trinkst du deinen Kaffee nicht aus? Nein, ich bin schon fertig. Wiedersehen. 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 Vielleicht machst du deinen Kaffee auch nicht mehr. Du kannst ihn stehen lassen, lass ihn auch stehen. Und geh, wenn du willst. Ich zwinge niemanden, am Tisch sitzen zu bleiben. Also, Richard. Ja, bitte, ich kann ja auch gehen. Wenn mein Erscheinen beim Frühstück solche Reaktionen auslöst, setz dich wieder hin. Ich muss kein Frühstück mehr haben. Was hat er denn, Mama? Er ist aufgeregt. Er ist so aufgeregt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ja, hier war's. Hier bin ich an dem Kombi vorbeigefahren.
Er stand fast mitten auf der Straße, deswegen habe ich mich noch geärgert. Ich hatte das Fernlicht eingeschaltet und habe ganz deutlich gesehen, dass ein Fahrrad in dem Wagen lag. Das Vorderrad stand so auf. Ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht, bis ich am nächsten Morgen im Radio hörte, dass ein Mädchen umgebracht wurde, das auf dieser Strecke mit dem Fahrrad unterwegs war. Und da fiel mir das Ganze wieder ein. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist für Sie. Ich dachte nur... Doch, doch. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich gemeldet haben. Sagen Sie, das Kennzeichen von dem Kombi haben Sie... Oh, das habe ich natürlich nicht. Ja, ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? So besondere Merkmale, ein Dachträger oder Firmenbeschriftung oder sowas? Beschriftet war er nicht. Und sonst, nein. Die Farbe? Grau. Im Fernlicht sieht man das zwar schlecht, aber dunkleres Grau, würde ich sagen. Mhm. Haben Sie denn irgendjemand dabei gesehen? Nein, gesehen habe ich auch niemand. Ja, ja, das war's schon. Vielen Dank für Ihre Hilfe, ja. Bitte sehr, gern geschehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Also hier. Hier hat er sie überholt und angehalten. Die Frage ist nur, ob auch hier die Mordstelle ist. Wie auch immer. Wir haben den Anfang des Weges, der zum Müllplatz führt. Herr Holke! Nichts. Wir sind genauso klug wie vorher. Fahren wir. Was machen Sie hier, Hoffmann? Was ich hier mache? Sie sind gut. Hier ist doch die Anneliese. Hier ist doch die Anneliese ermordet worden. Das war doch hier, oder? Na und? Ja, das interessiert mich. Das,
hinter meine Nachbarn. Außerdem musste ich sowieso hier vorbei. Diese Sache geht einem... Die Sache, die geht einem ja nicht aus dem Kopf. Warum sind Sie denn so nervös, Herr Hoffmann? Wieso? Ich bin ja nicht nervös. Was haben Sie gemacht? Warum schreien Sie mich denn an? Dazu haben Sie kein Recht. Was ich mache, ob ich zittere, ob mir der Schweiß ausbricht, was ich tue, das geht Sie nichts an. Haben Sie das Mädchen umgebracht, Herr Hoffmann? Nein. Nein. Nein! Fahren Sie los. Er war's, Harry. Er war's. Er war's nur, wenn wir es ihm nachweisen können. Der Mistkerl war's. Er ist vollkommen fertig. Das wird sich legen. Die meisten gewöhnen sich schließlich an ihre Tat. Das wird auch er tun. Man muss dafür sorgen, dass er an seiner eigenen Aufregung, der darf mit dem Zittern gar nicht mehr nachkommen. Sternberg fertig. Hat noch jemand angerufen? Ja, die Polizei. Du sollst mit deinem Wagen um 8:30 in Altkirchen sein. Ich weiß nicht warum. Sie haben es mir nicht gesagt, Richard. Und ich habe sie auch nicht gefragt. Du wirst sicher sehr spät nach Hause kommen. Sagen Sie, habe ich richtig verstanden? Ich soll um 8:30 hier sein. Ja, Sie haben richtig verstanden. Worum geht es, wenn man fragen darf? Sie sollen nach Hause fahren. Und zwar die normale Strecke. Den Weg, den man mit dem Fahrrad fährt, wenn man von hier aus nach Grünwald will. Über Oberbiberg und Kreuzpullach. Wozu? Was soll das? Ja, mehr wollen wir nicht von Ihnen. Was versprechen Sie sich davon? Dass Sie gut nach Hause kommen. Also los, fahren Sie. Stefan? Er fährt jetzt los. Dann müsste er 9 Minuten hier sein. Danke, Harry. Sie haben doch keine Angst, hm? Ich bin in der Nähe. Die Strecke ist abgesperrt. Sie fahren los, sobald Sie die Scheinwerfer des Wagens sehen. Genau den Weg, den vorgestern Ihre Schwester gefahren ist, ja? Danke. Thank you.
Wir müssen ihn rausholen!